Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Resident Evil 6 auf Night of Life mit Medium Jay und wie ihr seht mit Akaniac. Hallo. Wer hätte das gedacht? Jo, so eine Überraschung. Ganz es ist spontan. Ganz, ja, das ist spontan mit das neue Wort, ne? Da habe ich hab ja wieder gerichtet. Also spontan finde ich gut. Spontan spielen wir auch weiter. Es ist gar nicht so viel Zeit vergangen seit der letzten Aufnahme. Nein, nein. Ein, zwei Stunden? Höchstens. Wo waren es mehr? Allerhöchstens. Guck mal, das ist komplett anders als im Intro. Das ist ja seltsam. Ja. Was? Wie kommst du jetzt aufs Intro? Das ist doch schon lange her. Das ist ja schon Ewigkeiten, muss das ja eigentlich schon her sein. Oh, ach so. Der Zombie interessiert dich nicht? Ja, ich bin gerade echt noch so im Intro-Setting. Oh. Hallo, kann der mir. Danke. Ach, schon. Hatten wir nicht. Wahrscheinlich nicht. Was denn? Ich bin gerade irritiert, dass ich ein Fadenkreuz habe und keinen Laserpointer. Nein, das haben wir nicht umgestellt. Haben wir nicht, ne? Fanden wir nicht gut. Hier ist. Wir haben es mal erwähnt, dass es geht. Genau. Ich weiß nicht, hatte ich die jetzt schon oder nicht? Dass ich das nicht mehr weiß, obwohl wir waren ja noch nicht hier. Dass ich das nicht mehr weiß, obwohl das noch gar nicht so lange her ist, ist schon irgendwie. Die Steuerung ist auch ganz. Ich muss gerade Kräuter mischen. Ganz seltsam. Warte, kombinieren hiermit. Das ist echt seltsam. Ja, okay, gut, es ist halt schon ein bisschen länger her, dass wir das letzte Mal gespielt haben. Und wir haben zwischendurch vielleicht auch noch einmal oder anderthalb Mal Resident Evil 5 durchgespielt, ne? Und? Was? Und kaum Trophäen mehr zum Holen. Nur ein bisschen mehr. Und vielleicht auch nur ein ganz kleines bisschen schneller. Vielleicht nur anderthalb Mal so schnell. Oh, 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 das war beim Intro auch nicht so. Nein. Aber ich wusste noch, dass es kommt. Ah, das wusste ich natürlich nicht. Ach stimmt, wir waren ja tatsächlich schon mal hier. Ja, sag ich doch. Das habe ich schon wieder ganz vergessen. Oh Mann. Hey. Ja, oh Mann. Oh, und ich vergesse schon wieder die Brandgranate. Wow, stimmt, ich hatte auch noch eine. Da hätte ich wieder Platz gehabt. Guck mal, ein einzelner Dude hier. Kann ich dir das wegnehmen? Nein. Du kannst mir das wegnehmen. Sauer. Splatter. Schön daneben gewartet bis zu. Oh, mit so einem dicken Jackhammer, Alter. Nee, wie heißt denn die? Vorschlaghammer? War das nicht deine Axt? Ich glaub, bei mir war es eine Axt. Echt? Bei mir lag gerade auf dem Boden so ein Vorschlaghammer. Ich habe auch erst gedacht, eine Axt, aber. Ja, gut, ich bin alt, da lässt die Sehkraft auch schon nach. Ich bin älter. Hannigan! Ah, ja, aber ich sitze dichter am Monitor. Ich bin kein alter Sack. Ich bin nur nicht mehr ganz so jung. Also ich bin eigentlich schon noch jugendlich. Aber naja. Ich habe gestern mal so überlegt, wenn uns jetzt hier Minderjährige zugucken, ne? Das Spiel ist ja. War es ab 18? Ich glaube ja. Ziemlich sicher. Ist das mit nicht. Eigentlich schon, ne? Ist das denn nicht so, dass. Minderjährige in Begleitung von Erwachsenen auch solche Sachen dann sehen dürfen? Eigentlich schon. Ich glaube, im Kino ist es so, dass wenn deine Eltern irgendwie mit sind oder so, oder Erziehungsberechtigte oder halt Erwachsene. Ja, Horrorfilm schon. Genau. Deswegen so ein Let's Play. Die dann die Augen natürlich zuhalten. Ja, genau. Die sagen dann nein, nein. Hören darfst du es, aber sehen nicht. Ja. Ich habe meinem Bruder damals auch mal die Augen, also gesagt, er soll die Augen zumachen, bei Metal Gear und so, das war krass. Das hält er mir heute noch vor. Ja, aber was ich sagen wollte, dann ist das so ein Let's Play für 18er Titel eigentlich okay, auch für Minderjährige zu gucken, oder nicht? Weil sie im Grunde in Begleitung von Erwachsenen sind, mehr oder weniger. Also wenn das Erwachsene Let's Play ist. Ach so, so meinst du. Naja, ja. Aber wir sind nicht die Erziehungsberechtigten. Aber wir sind, also wir sind teilweise so alt. Dass wir es sein könnten. Ja, also so alt bin ich jetzt auch nicht. Ja, nee, ich auch nicht, ehrlich gesagt. Wenn ich da gerade an denjenigen denke, an den ich da denke, dann bin ich tatsächlich auch noch nicht so alt. Also dann hätte ich schon sehr früh. Okay. Naja. Nee, aber geht klar. Kann man, glaube ich, machen. Ja. Oh, weil ich meinen Timer nicht gestartet? Ich bin auch wieder ein Experte. Waren ja derweil noch keine Action. Also,
Ja, so 5-6 Minuten müssen wir jetzt drauf haben, laut Aufnahmeprogramm. Verdammt, ich krieg dir nicht vor. Ach ja. Die Zelle ist immer noch die beste. Die war gestern auch so Uhr. Ich meine, als ich das Intro gespielt habe. Was? Wie kommst du nah drauf, Lara? Ey, krass, die lassen uns jetzt echt denselben Scheiß nochmal machen. Und eins. Oh, danke. Und zwei. Und das müsste es gewesen sein. Ich könnte nämlich auch wiggeln, aber so geht's nicht. Ach, Bullshit. Die wird nicht hier wiggeln. Ich musste wiggeln. Festhalten! Hast du dieses Wiggeln auch von Dead by Daylight? Ja. Da das steht ist ja das Problem. Im Deutschen steht da ja zucken, ne? Ja, es stimmt ja auch. Weil, was machst du? Du zuckst. Man zappelt. Naja, zappeln stimmt auch nicht. Ich finde, zucken ist so, keine Ahnung, wenn mir das Auge zuckt, so, weil ich zu lange wach bin oder zu viel Resident Evil 6 gespielt habe. Das wäre zucken. Was? Aber dann höchstens wegen der ganzen Horror, weil du den nicht mehr verkraftest. Ja, ja, genau, weil mein Mind dann blown ist. From Horror. Oh, weia. Oh, beide auf einmal! Beim Intro war es nur X. Ja, das war auch noch einfach. Dass ich mich da noch dran erinnern kann. Ja. Naja, gestern das Intro, heute Vormittag die ersten Aufnahmen zu dem Spiel mit mir, jetzt das. Jetzt heute Abend das, stimmt. So lange ist es ja nicht. Stimmt, das ist ja alles eigentlich zeitlich ja eigentlich noch ganz okay. Ach, oh, ich mag das, diese Zeitparadoxer-Kiste immer, finde ich ganz witzig. Was schmeiß ich denn mal weg? Gar nichts, am besten. Doch, irgendwas, warte, nee, ich verarbeite das, dann kann ich das aufnehmen. Kann ich die kombinieren, dann kann ich die verarbeiten. So. Da ist ein Dingenskirchen, Schlangensymbol. Ja. So, mit welcher Waffe mache ich das dann? Hast ja nicht das so viel Munition, ne? Man will ja keine Munition verschwenden. Als würde man nicht damit zugebombt werden. Das ist so krass. Ich hab gerade das Wort gesucht. Zugebombt, ja. wie wechselt. Achso, jetzt habe ich's. Diese. Okay. Ist das die mit der viel Munition? Ja. Okay, gut, weiter geht's. Lass uns endlich dieses Kapitel beenden. Wupp, wupp. Aber klar doch. So. Irgendwas ist hier faul. Ich glaube, bis hierhin hatten wir in der letzten Aufnahme Versuch gespielt. Kann das sein? Ja. Also jetzt weiß ich auch nicht mehr, was kommt. Genau, ich bin mir jetzt auch nicht mehr so sicher. Außer von der Kapitelauswahl her. Ja. Nicht genug? Was? Sie waren es! Ada! Schweige Verrat! Sie haben Wesker's Sohn mitgenommen! Ich hoffe, Sie haben Freunde im Jenseits. Hier wird Sie niemand vermissen. Wow. Ich habe irgendwie nichts verstanden, was er gesagt hat. Wie, jetzt rein akustisch oder vom Sinn her? Von
Ja, akustisch. Okay. Okay. Ach, guck mal. What the fuck? Dino Crisis? Oh. Dino Crisis all over again. Geil. Ja, ich habe bei mir Untertitel an. Und die verraten alles schon vorher. Ja. Na gut, aber ich habe echt nichts verstanden. Die Stimme war zu sehr verzerrt. Okay. Das kann nicht sein. Jetzt hat er gesagt, das kann nicht sein. Ja. Das jetzt. Oh. Was? Gib ihm. Immer drauf, immer drauf. Ist ja nicht so, als hätte er sich gerade in irgendein Fleisch-T-Rex verwandelt. Hau einfach drauf. Oh, weg, weg, weg. Ich finde sowas immer ein bisschen seltsam, wenn da auf einmal extra Materie, sag ich mal, zukommt. Das ist... Weißt du, wie kann aus so einem kleinen Menschen auf einmal so ein Riesenviech werden? Und aus dem Riesenviech dann wieder so ein kleiner Mensch werden? Das ist ein bisschen... Niemals nach Logik in einem Videospiel suchen. Doch, immer. Nein. Ach was, wo kommt das... Oh. Wer ist denn das Ding gefahren? Wo ist denn bloß seine Schwachstelle? Ich weiß nicht, ich habe keine Anzeige. Oh. Was? Achso, okay. Zwischen den beiden auch noch ein Auge. Mehrere, glaube ich, oder? So ein ganzes Nest an Augen. Ja. What? Okay. Mann. Wozu war der Typ denn dann überhaupt da? Ja, kurzer Besuch. Wow. Der hat ja nicht mal einen Namen. Der Typ, der bei Resident Evil 5 den Heli geflogen hat, der hatte ja noch einen Namen. Ja, aber ich weiß ihn auch schon. Ja, ich habe auch dazu überlegt. Scheiße, wie hieß der denn nochmal? Okay, ran und verprügeln. Du, scheinbar da. Sauber, und drauf. Jawohl. Gib ihm richtig. Geil, geil, geil. Mach ich doch. So, und jetzt schätze ich mal weg. Wahrscheinlich, ja. Und das noch einmal und dann ist gut. Spoiler! Ja, es ist doch immer dreimal. The Rule of Three. Woher auch immer die kommt. Ich frag mich echt, wann die Entwickler sich das ausgedacht hat. Wobei bei den moderneren Spielen ist es ja gar nicht mehr so, ne? So krass. Nein, das ist. Letztens hatten wir ja auch was mit 5, oder? War da nicht irgendwas? Möglich. Irgendein Boss war mal. Das war doch Jill in Resi 5. Was, die hat 5 Treffer gebraucht? Ja. Ist gar nicht mitgezählt. War ja vor kurzem erst die Folge. Achso, okay, ja. Oh. Gut. Ich werd geknopft. Gut. Das ist mein Schatz. Oh, das war's da noch nicht. Oh, herrlich. Ja, muss ja auch sein. Ja, ja. Gut. Oh, 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 oh. Aua. Ich sehe überhaupt nichts. Die Kamera dreht gerade völlig am Rad. Kuss auf dich. So, das war alles am Ende von der Waffe. Dann kommt jetzt... Ja, ich habe auch schon... Hä? Ja. Oh, na gut, dann du. Den nächsten darfst du machen. Na dann, ist schon okay.
Immer noch nicht, okay. Bringt das überhaupt irgendwas? Ich weiß es nicht. Nicht, dass nicht, dass wir hier wie bei diesem Feuerwurmviech in Resi 5 rumlungern. Oh ja. Auch wieso, den haben wir ja First Try gemacht und so. Oder nicht? Dann hast du ja nicht rausgeschnitten. Nee, habe ich leider nicht rausgeschnitten. Aber das war so im Nachhinein nochmal das zu sehen, wie blöd wir uns eigentlich angestellt haben. Ja, beim ersten Versuch echt. Schon übel. Ich glaub, ist er down? Nein, aufs. Funktioniert der Aufzug. Faule Sau. Was ist? Ach, nichts. Los geht's. Los geht's. Dann... Ja, GG. Ja, also First Try und so, nicht schlecht. Spielen auf normal. Hatten wir, glaube ich, von Anfang an, oder? Wir haben... Ja, ich glaube. Ja. Schwer war der aber nicht. Nö. Oh, Happy New Year. Es ist mehr als nur Freundschaft zwischen ihnen, nicht wahr? Was? Nein. Sie sind verliebt in sie. What? Hoffentlich funktioniert der Aufzug. Kannst du mal loben steigen. Oh Mann. Ich kann es nur noch mal wiederholen. Ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, aber ich freue mich dermaßen auf den Action-Part. Gucken Sie lieber nicht runter. Was war das jetzt? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe R2 gedrückt und dann habe ich dich gefangen. Ah, okay, R2. Oh. Da hätte man wenigstens R2 L2 machen können, oder? Kann man gedrückt halten? Nein. Ja. Doch, kann man. Oh, Mann. Man muss nicht mal vordrücken. Nee. Da lebt ja was. Sie hätte den Helikopter lieber behalten sollen. Bist du das, der da gerade kämpft? Nein, nein. Nee. Ada. Sie ist Batman. Ada! Hey, Ada, hallo. Hey, ich bin hier. Hallo. Ada, ich bin hier. So, nu? Beschützen Sie Ada. Aha, okay. Genug geklettert. Wie oft willst du das noch sagen? Das glaubt er doch irgendwann nicht mehr. Ja. Oh, okay. Ja. Go, Ada! Macht sie dasselbe. Go! Das hat bei uns auch gut funktioniert. Wer ist das hinter denen? What the? Ich weiß es nicht. Oh, wir haben hier Besuch. Was, wir haben auch Besuch? Ja. Shit. Na? Aber Ada hat da hinten auch Zombies. So ein Bullen. Ich habe keinen Schuss mehr mit der Sniper. Okay, Simmons scheint down. Nein, oh, schlägt ihn wieder. Jetzt können wir hier nur zuschauen, oder was? Das ist schon ein bisschen seltsam wieder, ne? Oh, hi, dude. Oh, Mist. What? Springen! Okay. Das hat keiner gesehen. Los, Leon. Beeilung. Mist! Vorsicht! Okay. Ja, nee, ist richtig. Was hältst du von, wenn wir die Folge an dieser Stelle wenden? Weil wir können ja so ganz cool abhängen, anscheinend. Ja. Und einen Kontrollpunkt hatten wir auch zur Not. Ja, dann. Zum Glück hat sie keinen Rock an. Ja, schade eigentlich. Ich meine, zum Glück. Vielen Dank fürs Zusehen.
Bewertung wäre sehr nett und in der nächsten Folge geht's weiter. Yay, Resident Evil 6. Cool. Ciao. Ciao.